Jo und herzlich willkommen zu diesem kleinen FLiF Basics Video. Es wurde sich tatsächlich mal gewünscht, dass wir die täglichen Quests behandeln in einem kurzen Video. Ein Video zur Rises Trail wird es hoffentlich in der Zukunft nochmal geben, wo wir genauer darüber sprechen, wie man den Dungeon insgesamt farmt. Ja, aber soweit ist es leider noch nicht. Heute reden wir über die Daily Quests einerseits im oder vom Rises Trail Dungeon und andererseits vom Mars Dungeon, die wahrscheinlich die meisten Leute kennen, aber es gibt auch Daily Quests im Rises Trail und ja, FLiF hat tatsächlich tägliche Quests, ob man es glaubt oder nicht, aber die gibt es. Und ja, hier sind wir nun vom Rises Trail, das ist einfach in Aeon mitten in der Stadt, also den Eingang kennt hoffentlich jeder, das ist hier dieses mysteriöse oder geheimnisvolle Mädchen und daneben eben noch dieser wissbegierige Brokania oder die wissbegierige Brokania. Ja, und was man machen muss, ist es noch simpler, als man denkt. Aber bevor wir das kurz in-game angucken, gehen wir nochmal in den Browser. Und zwar stehen hier auch die genauen Werte dabei, was man denn bekommt, wenn man diese Quests erledigt oder was die Quests denn überhaupt sind. Stehen natürlich in-game auch, aber hier steht es auch nochmal explizit da. Es gibt 4 Stück, 4 verschiedene. Es gibt einen Anzeigefehler, also eine Quest gibt es in-game 2-mal, aber es ist trotzdem eine andere Quest. Aber die heißt genau gleich. Es ist ein kleiner Fehler, der anscheinend nie behoben wurde. Die erste ist, dass man 10 Contaminated Alberts und 10 Contaminated Wagsacks töten muss. Das sind einfach Monster, die laufen überall im Dungeon herum. Davon sind so 50, 55 Stück ungefähr drinnen. Und davon muss man eben 10 töten. Genau, geht ab Level 130 und höher. Und man kriegt 50 Millionen XP und die Rises Jewel Box. Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist die Rises Jewel Box? Ist so ähnlich wie die Amino Schmuck Box. Ist mehr oder weniger eigentlich genau das gleiche. Man kann Lakotten bekommen, man kann verschiedene Edelsteine bekommen, Rainbow Stone kann drin sein, also relative Trostpreise eigentlich. Krasse Sachen können nicht drin sein, zumindest nicht meines Wissens nach. Gibt aber leider keinen Wiki-Eintrag dazu. Also das muss man quasi selber rausfinden, was da drin ist. Dann genau die gleiche Belohnung gibt es, wenn man 10 Contaminated Klafans tötet. Ah genau, stimmt. Das hier waren die Alberts und Wagsacks und dann gibt es noch die Klafans. Das sind die dritten, die haben eine eigene Quest, die muss man auch töten, aber davon gibt es auch mehr als genug. Dafür gibt es die gleiche Belohnung und die gleichen XP. Dann gibt es noch die dritte Quest, das ist einmal die beiden Vorbosse töten, die man so oder so töten muss, wenn man den Dungeon farmt. Und zwar den Contaminated Kuroro und Mashmoot, also die beiden Vorbosse, geben 500 Millionen XP und eine Boss Hunt Reward. Was das ist, gucken wir uns gleich an, denn die habe ich selber noch nie gehabt, die hole ich mir jetzt heute zum ersten Mal. Und wenn man dann tatsächlich stark genug ist und Meteoniker töten kann, dann gibt es eine Meteoniker Hunt Reward und 5 Milliarden XP. Und um euch ein Verhältnis darüber zu geben, wie viel XP das denn so ist, bei 5 Milliarden denkt man sich jetzt auf den ersten Blick, oh wow, das ist ja ganz schön viel. Ja, nicht wirklich. Ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, weil während Rises Trail farmt, ist er nicht zwangsläufig kurz vor 170. Aber um auf Level 170 zu kommen, braucht man 12 Billionen 770 Milliarden und dafür gibt es 5 Milliarden und hierfür braucht man 12 Billionen. Also ist nur so eine kleine Größenordnung, um euch mal klar zu machen, wie wenig XP das ist. Also es ist wirklich sehr, sehr wenig. Also sobald man Level, ja was sagt man, 150 ist, sind 5 Milliarden eigentlich wirklich nicht mehr viel. Also selbst hier ist das gerade mal das hier. Also ändert sich der Wert hier um 5. Ich mach's vielleicht mal ein bisschen größer. Ja, wobei das war ein bisschen zu groß. So, also der Wert hier ändert sich dann um 5. Hier vorne bei der 9. Also das ist schon sehr wenig. Genau. Ja, ich habe jetzt mit Asumio natürlich schon Maximallevel erreicht, deswegen ja, kriege ich jetzt natürlich keine XP, aber ihr müsst euch jetzt einfach die XP dazu denken. Gucken wir uns die Quests nochmal kurz an. Und auch das Problem. Und zwar gibt es hier zweimal die 3, wie ihr seht, und einmal habe ich die Quest jetzt erledigt. Und zwar ist das, ich zeige es euch besser hier, schätze ich mal. Das sieht man es wahrscheinlich besser. Und zwar ist das hier einmal die Quest mit den beiden Vorbossen. Die habe ich jetzt beide getötet und dafür gibt es eben die Boss Hunt Reward und Erfahrung. Aber genau die gleiche Quest, wie ihr hier seht, Contaminated Rises Trail 3. Und hier unten ist nochmal Contaminated Rises Trail 3. Das sollte eigentlich 4 heißen, logischerweise. Das ist die Meteoniker Quest, die habe ich jetzt natürlich nicht erledigt. Aber die Dreier gibt es quasi zweimal. Einmal mit Meteoniker und einmal mit den Vorbossen. Und die anderen beiden sind einfach die kleineren Quests quasi. Davon habe ich jetzt nur eine abgeschlossen, die sind jetzt nicht so interessant. Genau, und dann redet man einfach mit der. Vorher muss man die Quest natürlich annehmen, ganz normal, und die geht dann einmal alle 24 Stunden. Das Reset-System, was tägliche Quests angeht in FLiF, ist ein bisschen komisch, und zwar ist es so, es wissen vielleicht einige Leute nicht,
Wenn man die, also grundsätzlich sollte es ja so sein, wegen der Zeitverschiebung zwischen Dublin und Deutschland, also die Serverzeit ist ja immer 2 Stunden hinter uns, also Serverzeit ist immer unsere Zeit minus 2. Also jetzt ist 18 Uhr, also minus 2, also Serverzeit ist gerade 16 Uhr. Und das heißt, wenn bei uns 2 Uhr ist, müssten theoretisch, da ja ein neuer Tag beginnt um 0 Uhr, die täglichen Quests resettet werden. Faktisch ist es aber so, dass es, obwohl du die Quest nach 2 Uhr abgibst, also quasi am neuen Tag, also quasi Irland 0 Uhr, kannst du trotzdem wenige Stunden später die Quest nochmal annehmen. Also es ist schon ein 24-Stunden-Cooldown, aber zu gewissen Zeiten überschneidet es sich. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber zu gewissen Zeiten überschneidet es sich und du kannst tatsächlich eine Quest wieder annehmen, obwohl noch keine 24 Stunden um sind. Das ist ein bisschen komisch. Und ja, das habe ich noch nicht ganz durchblickt. Also ich hocke da nicht vorm NPC und drücke so lange auf Abgeben, bis es endlich funktioniert oder so. Oder auf Annehmen, besser gesagt. Also so sehr interessiert es mich dann auch wieder nicht. Aber nur um es euch wissen zu lassen, wenn ihr da mal auf etwas... Wenn ihr mal feststellt, hä, ich habe sie doch gerade erst abgegeben, wieso kann ich sie schon wieder annehmen? Oder hä, ich habe sie heute schon abgegeben, warum kann ich sie nochmal annehmen oder so? Dann lasst euch einfach gesagt sein, manchmal funktioniert es irgendwie nicht richtig. Also gut, hängt halt mit wahrscheinlich nicht so stabilen Servern zusammen oder ich weiß es nicht. Da fehlt halt irgendwann, irgendeine Berechnung ist halt irgendwie falsch, ich weiß es nicht. Aber ich denke nicht, dass das jemals gefixt wird, weil... Und offensichtlich interessiert es eh keinen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, die täglichen Quests sind eigentlich auch nicht so krass. Vor allem nicht vom Rises Trail. Genau, jetzt geht man immer die erste ab. Dafür kriegen wir jetzt die Rises Jewel Box und für die zweite kriegen wir jetzt die Boss Hunt Reward. Und ich gehe stark davon aus, dass die Boss Hunt Reward genau das gleiche ist. Ja genau, es ist einfach nur eine andere Kiste. Und das heißt, die Meteonica Reward ist auch einfach nur eine andere Kiste. Und in diesen Kisten können, wie gesagt, genau die gleichen Sachen drin sein, wie eben auch in der Minus Box. Mehr oder weniger, ein bisschen besser vielleicht, aber im Endeffekt dasselbe. Stone of Balance zum Beispiel kannst du mit dem Orichalcum gleichsetzen oder mit einem Shiny Orichalcum. Und Boss Hunt Reward, was kriegen wir? Ein Sapphire, also genau das gleiche wie aus einer Minusbox. Ja, also man sieht, hier sind die Belohnungen jetzt nicht so krass. Die XP sind relativ gering. Außer man ist vielleicht wirklich gerade erst Level 150 geworden, aber selbst dann macht das vielleicht... Ja, was sind das? 0,1 oder so? Oder 0,2 vielleicht? An einem Tag täglich? Also muss man sich mal ausrechnen, wie viele Quests man machen müsste, um ein Level-Up davon zu bekommen. Also lohnt sich jetzt nicht so sehr. Und genau. Aber zusätzlich, wenn man den Dungeon farmt, kann man die halt annehmen und dann kriegt man halt zusätzlich solche Belohnungen. Aber wie man jetzt feststellen wird, neue Quests, die beiden habe ich jetzt gerade abgegeben. Zack, zack. Täglichen Quests wurden bereits abgeschlossen. Und grundsätzlich ist es halt so, eigentlich müsste ich jetzt bis 2 Uhr nachts unserer Zeit warten, also bis 0 Uhr Serverzeit und könnte sie dann wieder annehmen. Wenn ich sie aber jetzt wirklich um bei uns unsere Zeit 2.05 Uhr abgebe, kann ich sie innerhalb von 8 Stunden oder so wieder annehmen. Also ich weiß nicht ganz genau, wann das resettet oder wieso es nicht so ganz funktioniert, aber es ist auf jeden Fall ziemlich sicher nicht so gewollt. Also irgendwas funktioniert da nicht richtig. Wollte ich euch auf jeden Fall wissen lassen. So, und das waren die Quests zum Rises Trail. Und dann haben wir noch die täglichen Quests im Mars Dungeon. Das ist 1:1 das gleiche. Du musst einfach nur Monster töten. Man nimmt dir die Quests an beim... Radion, der steht direkt neben Mars Dungeon, auf diesem kleinen Hügel hier. Und dann nimmt man die Quest ganz normal an, neue Quest, redet mit ihm, zack, zack. Textet dann noch kurz eine Kante ans Bein. Und dann steht da zum Beispiel, Huge Knife töten 2-mal und du kriegst Erfahrung. Contaminated Dry töten 1-mal, du kriegst Erfahrung. Und das gleiche eben nochmal für die Ameise, für die Yggdrasil-Ameise und für den Yggdrasil-Tree-Branch. Also die Quest an sich heißt so wie das Monster, also ist wirklich nicht zu übersehen. Also wer es mit den Bossen aufnehmen kann, der sollte grundsätzlich eigentlich auch wissen, wo sie zu finden sind. Ich werde euch aber den Wiki-Eintrag auf jeden Fall noch unten verlinken. Dann könnt ihr da nochmal nachgucken, dann könnt ihr auch alles nochmal nachlesen. Aber hier ist der Unterschied zum Rises Trail. Hier gibt es nur Erfahrung. Dafür gibt es aber sehr viel Erfahrung im Verhältnis. Denn die genauen Werte weiß man leider nicht. Die müsste man sich tatsächlich auch selber ausrechnen. Das steht leider nicht im Wiki, aber... Wenn man jetzt zum Beispiel wie Dela auf Level 153 ist, kriegt man über 1%, wenn man alle 4 Quests erledigt. Und das jeden Tag. Über 1%. Also, und er ist Level 153. Also ist schon sehr viel. Und die Quests kann man ab Level 150 annehmen. Bei Rises Trail war es ja 130. Die Quests hier kann man ab Level 150 annehmen. Genau. Ich meine, gut, wenn man die Rises Trail Quests mit Level 130 macht, dann ist es natürlich schon relativ viel XP. Aber ich meine, mit Level 130 kann man sie auch eigentlich nicht abschließen. Da müsste man sich, wenn dann mit einem anderen Char quasi die Quests dann fake boosten sozusagen. Und ja,
Weil ich mich auch frage, ob man mit 130 tatsächlich in den Dungeon kommt, müsste man auch nochmal ausprobieren, ob das wirklich funktioniert. Aber selbst auf Level 130 sind 5 Milliarden. Ja, wobei da wären das sogar 10%. Ja, tatsächlich. Ja gut, das kann man sich tatsächlich mal im Kopf behalten. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt einfach kurz ausprobiert. Also mit Level 130 kommt man auf jeden Fall in den Dungeon. Allerdings, was man natürlich bedenken muss, für die 5 Milliarden XP, ja, das habe ich jetzt gerade ein bisschen so runtergerasselt, als wäre es so einfach und jeder könnte sich jetzt schnell mal mit Level 130 10% jeden Tag gönnen, ohne dafür wirklich leveln zu müssen. Ja, also dafür muss man immer noch Flame King Meteonica töten, also ist jetzt nicht ganz so einfach. Aber wenn man es tatsächlich farmt, dann kann man sich das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass man dann mit allen seinen Charakteren theoretisch nachjoinen kann, jeden Tag, um die Quest zu erledigen. Wäre wahrscheinlich sogar, sage ich mal in Anführungszeichen, angemessen, das zu tun. Aber andererseits, also die, wenn man jetzt mal von den Erfahrungspunkten absieht, und die sind ja auch wirklich nur dann sehr viel, wenn man ein sehr niedriges Level hat, also wirklich mit Level 130 vielleicht, sind die normalen Belohnungen jetzt im Rise's Trade Dungeon nicht besonders gut. Also diese Monster Reward oder auch Meteonica Reward, ich weiß nicht, was das beste Item ist. Also vielleicht ist sogar ein Geheimdrop drinnen. Vielleicht, ich könnte mir vorstellen, vielleicht kriegt man sogar die Meteonica Wings aus den Boxen. Als seltenen Rare Drop, aber wenn man mal effektiv drüber nachdenkt, wir haben jetzt gerade ein Saphir und Stone of Balance bekommen aus den Vorbossen Boxen und ich denke jetzt nicht, dass die Endbox Boss so viel besser ist. Und dahingehend ist das jetzt nur für diese tägliche Quest in Dungeon zu machen schon relativ hirnrissig. Also wer wirklich die täglichen Quests farmen will, da würde ich eher sagen Mars Dungeon, vor allem die Ameisen und der Neifen, die sind nicht mal besonders stark. Die sind sogar schwächer als die Bosse hier in dem Dungeon, zumindest von den Effekten her, weil die stunnen dich nicht und machen auch sonst nichts. Die Bosse im Rise's Trade sind extrem nervig, weil die stunnen dich permanent, switchen Target, random. Und machen auch sonst noch nervige Sachen. Also die sind sehr, sehr nervig. Da sind die Bosse im Mars Dungeon deutlich angenehmer. Und nicht sehr viel stärker. Kommt natürlich auf das eigene Level an. Genau, aber das waren die täglichen Quests in Flife. Also tatsächlich, wenn sich jemand schon immer gedacht hat, hey, ich habe gar nichts zu tun im Late Game. Tja, jetzt wisst ihr Bescheid. Ihr habt tägliche Quests, die ihr jeden einzelnen Tag erledigen könntet. Aber dazu muss man auch sagen, natürlich nur dann, wenn man die Erfahrungspunkte braucht. Im Endeffekt, sonst bringen sie einem eigentlich gar nichts. Also zum wirklichen Farmen gibt es leider keine täglichen Quests. Also jeden Tag mach dies und das, dann kriegst du das und das. Gibt es leider nicht. Finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber ja, kann man nicht ändern. Und dann zeige ich euch noch eine letzte kleine Quest. Jetzt beinahe noch vergessen. Und zwar hat der Bürgermeister noch eine Quest für den Mars Dungeon, hat allerdings mit dem Mars Dungeon an für sich eigentlich überhaupt nichts zu tun. Er erzählt sich jetzt zwar eine kleine Geschichte darüber und über das Yggdrasil-Leaf und es hat natürlich mit den Yggdrasil-Sachen zu tun, aber es hat theoretisch gar nichts mit dem Mars Dungeon zu tun. Und zwar muss man hier einfach nur die Materialien, die man nur mit der Premium-Batterie saugen kann, zusammensuchen, mit denen er dann Good Soil herstellt. Und für dieses Good Soil kriegt man dann ein Yggdrasil-Leaf, und was man dafür braucht für das Good Soil, das sind die 4 Zutaten, die man, wie gesagt, nur mit der Premium-Batterie saugen kann. Das sagt euch auch der Collector-Verwalter Collins, beziehungsweise seht ihr die Items sowieso, wenn ihr mit einer Premium-Batterie saugt, denn da steht dann auch dabei, dass das für Good Soil die Zutaten sind. Genau, ja, und das waren alle Daily Quests und alles, was es darüber eigentlich so zu wissen gibt. Die Bosse bzw. die Dungeons an für sich, zumindest Mars Dungeon habt ihr bei mir schon reichlich gesehen, also da würde ich einfach auf andere Videos verweisen, an für sich oder auch Streams, da haben wir auch reichlich Material von, auch erst in jüngerer Zeit. Und Rise's Trade, wie gesagt, zum kompletten Dungeon kommt auf jeden Fall auch noch was, aber halt erst in der Zukunft. Aber danach hat letztens jemand gefragt und hat gerade zeitlich gepasst, deswegen warum nicht? Ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich über ein Like und einen Kommentar von euch freuen, abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal, macht's kurz rein und ciao, ciao.